Und ich grüße euch zu einem neuen Tutorial. In diesem Tutorial-Part schauen wir uns an, was es für Arten von Zauber- und Fallenkarten gibt. Man kategorisiert die ja in verschiedenen Typen. Und heute schauen wir uns die verschiedenen Typen an. Und es geht los. Soll ich irgendwie im Nebenanfang des Parts? Und es geht los. Wenn euch schon aufgefallen ist. So, das vorige Kapitel hat erklärt, wie man Fallen- und Zauberkarten nutzt. Zauber- und Fallenkarten sind je nach Effekt in verschiedenen Typen unterteilt. Also man kategorisiert die Charaktere in verschiedenen Typen, je nachdem was für einen Effekt die haben. Abhängig vom Effekt der jeweiligen Zauber- oder Fallenkarte findest du hier manchmal ein Symbol. Das ist dieses Symbol hier. Hier in dem Spiel ist es hier eingeblendet, also in der Praxis findet ihr das Symbol hier. Rechts von dem Schriftzug Spellcard oder Zauberkarte. Das ist hier zum Beispiel ist das Symbol für Ausrüstungszauberkarte. Bei der Spark-Pistole. Ausrüstungszauberkarten bewirken, dass man ein Monster mit einer Ausrüstungszauberkarte logischerweise ausrüstet. Und es gibt diesem Monster, was ausgerüstet ist, spezielle Vorteile. Hier in dem Fall ist es die Spark-Pistole. Kann man hier einen Elementarheld Sparkman ausrüsten und die bewirkt, dass während der Mainphase dieses Spielzuges kannst du die Kampfposition von einem offenen Monster ändern. Nachdem man diesen Effekt dreimal benutzt hat, zerstört, ja, wird diese Karte zerstört. Ja. Und es gibt noch andere und die werden wir auch noch kennenlernen. Das ist hier beispielsweise jetzt das Symbol für Ausrüstung, dieses Kreuz. Zuerst behandeln wir die Ausrüstungszauberkarten. Diese Karten erlauben dir einem Monster einen zusätzlichen Effekt zu geben. Sie bleiben auf dem Spielfeld, nachdem sie aktiviert wurden, aktiv. Also die bleiben quasi auf dem Feld und landen nicht auf dem Friedhof, sondern die bleiben auf dem Feld liegen. Erst dann, nachdem sie verbraucht worden sind oder nachdem das Monster zerstört wurde, was damit ausgerüstet wurde, dann landet es auf dem Friedhof. Nachdem sie aktiviert werden, erscheint ein Symbol auf der Karte, die mit dem jeweiligen Zauber ausgerüstet wurde. Wird das verzauberte Monster zerstört, so wird mit ihm auch die Ausrüstungszauberkarte zerstört. Das habe ich gerade erzählt, also wenn das Monster, was mit dieser Zauberkarte ausgerüstet wird, zerstört wird, dann landet auch die jeweilige Zauberkarte auf dem Friedhof. Daher sollte man sich genau überlegen, welches Monster man mit einer Zauberkarte verstärken möchte. Dann gibt es noch permanente Zauberkarten, die haben dieses Symbol hier, dieses Unendlichzeichen, das steht für permanent. Besonderheiten sind hierbei, dass diese Zauberkarten, wo dieses Symbol haben, ständig auf dem Feld bleiben, also die landen nicht auf dem Friedhof, nachdem sie gespielt wurden, sondern die bleiben ständig auf dem Friedhof, auf der Zauber- und Fallenkartenzone. Man kann die allerdings mit einer Zauber- oder Fallenkarte zerstören und dann landen sie auf dem Friedhof. Aber in der Regel bleiben die ewig auf dem Spielfeld, diese permanenten Zauberkarten. Nun zu den permanenten Zauberkarten. Diese Karten bleiben auf dem Spielfeld, nachdem sie aktiviert wurden. Und ihre Effekte halten so lange an, bis sie vom Spielfeld genommen werden. Je nach Karte kann der Zeitraum, in dem sie sich auf dem Spielfeld befindet, festgelegt sein. Gut, habe ich vergessen noch zu erwähnen. Die Effekte gelten auch so lange, diese Zauberkarte auf dem Feld bleibt. Hier ist das antikes Antriebsschloss. Jedes offene antike Antriebmonster auf dem Spielfeld erhält 300 ATK. Jedes Mal, wenn ein Monster als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt wurde, lege eine Zählmarke auf diese Karte. Falls du ein antiker Antriebmonster als Tributbeschwörung beschwörst, kannst du die als Tribut anzubietende Monster mit dieser Karte ersetzen. Falls die Anzahl der Zählmarken gleich oder höher als die Anzahl des benötigten Tributmonsters ist, gut, den Effekt, den müsst ihr jetzt nicht verstehen, Zählmarken ist eine eigene Klasse. Zählmarken sind quasi so Marken, die auf Zauber oder Monster gelegt werden und man kann die dann je nach Belieben ausgeben, ja, um bestimmte Effekte dann zu aktivieren. Das allerdings ist was für das fortgeschrittene Spiel. Das hier sind ja noch die Grundlagen. So, gehen wir weiter.
Achso, jetzt geht's schon zu den Fallen, okay. Die permanenten Fallenkarten verhalten sich wie die permanenten Zauberkarten. Also es gibt auch permanente Fallenkarten. Hier in dem Fall ist es feierliche Wünsche. Hier wieder das Symbol unendlich, sieht man auch hier. Erhöht deine Lebenspunkte um 500, immer wenn du eine oder mehrere Karten ziehst. Die permanenten Fallenkarten verhalten sich wie permanente Zauberkarten. Diese Karten bleiben auf dem Spielfeld, nachdem sie aktiviert wurden. Also die bleiben quasi wie die permanenten Zauberkarten auf dem Spielfeld liegen und werden in der Regel nicht auf den Friedhof gelegt. Natürlich können sie mit einem Effekt zerstört werden des Gegners. Aber in der Regel bleiben sie auf dem Spielfeld. Und die Effekte halten auch so lange an, bis sie vom Spielfeld genommen werden. Ja, also die Effekte, die gelten auch hier wie bei den permanenten Zauberkarten. Immer, bis sie vom Feld entfernt werden. Also sie ist vergleichbar mit einer permanenten Zauberkarte, mit der Ausnahme, dass es halt eine Falle ist. Als nächstes kommen wir zu Spielfeld-Zauberkarten. Spielfeld-Zauberkarten werden hier hingelegt auf die Spielfeld-Zauberkarten-Zone. Da gibt es eine extra Zone dafür. Beim Gegner ist es hier. Oberhalb des Extra-Decks finden wir das hier. Und der Effekt killt, soweit ich weiß, für alle Monster auf dem Feld. Also nicht nur für die eigenen, sondern auch für die gegnerischen. Hier ist es Wolkenkratzer. Wenn ein Elementarheit-Monster angreift, falls seine ATK niedriger sind als die ATK des Angriffsziels, erhält das angreifende Monster nur während der Schadensberechnung 1000 ATK. Und Wolkenkratzer verhalten sich auch ähnlich wie die permanenten Zauberkarten. Sie bleiben auf dem Feld und landen nicht auf dem Friedhof. Die kann allerdings zerstört werden, wenn der Gegner auch eine permanente Spielfeld-Zauberkarte spielt. Dann wird die eigene zerstört und der Gegner aktiviert dann seine. Also sollte man auch darauf achten, ob der Gegner vielleicht eine eigene Spielfeld-Zauberkarte hat, die er setzen kann, um die eigene von dir zu zerstören. Also kurz gesagt, es kann immer nur eine Spielfeld-Zauberkarte auf dem Feld sein. Und wenn jemand eine spielt und eine andere liegt auf dem Feld, wird die andere zerstört. Das habe ich eigentlich schon alles erzählt, oder? Diese Karten unterscheiden sich dadurch von anderen Zauberkarten, dass sie in die Spielfeldkartenzone gelegt werden. Ja, habe ich gerade gesagt, die werden hier hingelegt in diese Spielfeld-Zauberkartenzone, oberhalb des Extra-Decks. Und rechts, links neben der Monster-Kartenzone. Diese Karten beeinflussen jede Karte auf dem gesamten Spielfeld. Also es betrifft das ganze Feld hier. Auch die des Gegners. Es kann sich zu jedem Zeitpunkt nur genau eine offene Spielfeld-Zauberkarte zwischen beiden Spielern befinden. Wenn eine neue Spielfeld-Zauberkarte aktiviert wird, wird die zuvor ausgelegte Spielfeld-Zauberkarte automatisch zerstört. Habe ich auch vorhin erwähnt, wenn der Gegner jetzt eine spielen würde, wird unsere zerstört und seine wird anstelle unserer auf seiner Spielfeld-Zauberkartenzone platziert. Nun versuche alle unterschiedliche Zauberkartentypen einzusetzen. Wieder perfekte Grammatik. Ich glaube, die haben mit dem Wort zu die Probleme beim Übersetzen gehabt. Nun versuche alle unterschiedliche Zauberkartentypen zu einzusetzen. Zu einzusetzen, das ist zweimal zu. Naja. Wenn du keine weiteren Zauberkarten mehr einsetzen willst, beende deinen Zug. Alles klar. Gut, ein Spielfeld-Zauberkarte vom Gegner ist auf dem Feld. Es ist Wald. Diese Karte erhöht die Angriffs- und Verteidigungskraft aller Monster von Typ Insekt, Ungeheuer, Pflanze oder Ungeheuer Krieger um 200. Haben wir eins? Ja, wir haben ein Kriegermonster. Das würde quasi jetzt unsere ATK, glaube ich, verstärken, oder? Ja, genau. Ne, Ungeheuer Krieger. Das habe ich verwechselt. Ungeheuer Krieger und Krieger sind zwei verschiedene Typen. Darf man nicht verwechseln. Mensch, mich stört, dass er immer die Sprechblase dieses Ganze blockiert hier. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Ausrüstungszauberkarte. Ein Monster vom Typ Krieger, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, erhöht seine Angriffskraft und Defensekraft um 300 Punkte. Aber wir haben erst die Draw Phase, wir müssen erst ziehen. Wir haben Wolkenkratzer gezogen, ein Spielfeldzauber.
Dann haben wir Stufenbeschränkung Gebiet B, eine permanente Zauberkarte. Alle offenen Monster der Stufe 4 oder höher auf dem Spielfeld werden in die Verteidigungsposition gebracht. Diese Karte war damals limitiert, also man dürfte die quasi nur einmal im Deck haben, weil die so stark ist. Heutzutage ist es allerdings so, dass man die dreimal im Deck haben darf, weil der Effekt für eher schwach eingestuft wurde. Gut, dann haben wir noch die verbündeten Truppen, eine permanente Zauberkarte, erhöhe die ATK aller Monster vom Typ Krieger auf deiner Spielfeldseite um 200 Punkte für jedes offene Monster vom Typ Krieger oder Hexer auf deiner Spielfeldseite. Dann haben wir Sogen, ein Spielfeldzauber, erhöhe die ATK und Defense Kraft aller Monster von Typ Ungeheuer, Krieger und Krieger um 200 Punkte. Dann haben wir noch Trice, Zwillingsschwerter, ein Ausrüstungszauber. Lege eine Karte auf deine Hand auf dem Friedhof, um diese Karte zu aktivieren. Verringere die ATK des Monsters, mit dem diese Karte ausgerüstet wird, um 500 Punkte. Ein Monster, das ausgerüstet ist, kann zweimal in der gleichen Battlephase angreifen. Und die haben wir schon gesehen. Gut, dann... wir haben ja jetzt mehrere Zauberkarten zur Auswahl. Zuerst spiele ich Wolkenkratzer. Die Karte wird hier hingelegt und es wird seinen Spielfeldzauber zerstören. Gut, dann haben wir noch die Möglichkeit, einen weiteren Spielfeldzauber zu spielen. Die hier. Leider wird es jetzt unseren eigenen Spielfeldzauber zerstören, da es nur eine Spielfeldzauberkarte einem auf dem Spielfeld geben kann. Diese Karte verstärkt unser Monster jetzt. Das sieht man hier nicht, aber unser Monster hat jetzt eine erhöhte Angriffs- und Verteidigungskraft wegen dem Effekt. Es ist ja ein Kriegermonster und dieser Spielfeldzauber erhöht die ATK von Krieger und Ungeheuer Kriegermonster. Gut, dann kommen wir mal zu den Ausrüstungszauberkarten. Schwert der Legende. Moment. So, jetzt habt ihr gerade Fluttershy gehört, wie sie gesqueakt hat. Okay, habe ich vergessen zu deaktivieren. Gut, aber zurück zum Spiel. Schwert der Legende. Erhöht die Angriffs- und Verteidigungskraft aller Kriegermonster um 300 Punkte, die mit dieser Karte hier ausgerüstet sind. Das heißt, es wird unseren Sparkman verstärken. So. Da es eine Ausrüstungszauberkarte ist, bleibt die natürlich auf dem Feld, solange unser Sparkman auf dem Feld ist. Die ist quasi eng mit der hier verbunden, wenn man es so möchte. Was haben wir denn da? Trice, Zwillingsschwerter des blitzenden Lichts. Achso, okay. Lege eine Karte aus deiner Hand auf dem Friedhof, um diese Karte zu aktivieren. Verringere die ATK eines Monsters, das mit dieser Karte ausgerüstet ist, um 500 Punkte. Ein Monster, das ausgerüstet ist, kann zweimal während der gleichen Battlephase angreifen. So, so schnell müsst ihr erstmal sprechen können. So, die werde ich jetzt nicht ausrüsten, weil wir dadurch eine Karte ablegen müssten und das möchte ich jetzt nicht. Also, wenn wir die jetzt spielen würden, würde sie quasi hier neben... neben unserer Zauberkarte hier hinsetzen. Man kann die allerdings auch da setzen, wenn man möchte. Und es wird auch an Sparkman ausgerüstet. Wenn Sparkman zerstört wird, werden halt dann diese zwei Karten hier zerstört, wenn ich die jetzt gespielt hätte. Gut, dann spiele ich jetzt die verbündeten Truppen. Ein permanenter Zauber. Erhöht die ATK aller Monster vom Typ Krieger auf deiner Spielfeldseite um 200 Punkte für jedes offene Monster vom Typ Krieger oder Hexer auf deiner Spielfeldseite. Habe ich ja schon vorgelesen. So, die bleibt auf dem Spielfeld, da es eine permanente Zauberkarte ist und landet nicht auf dem Friedhof. Und wenn ich die jetzt hier spiele, dann kann ich nicht mehr angreifen, oder? Ja. Denn diese Karte verhindert quasi, dass Monster Stufe 4 oder höher auf dem Spielfeld angreifen können, weil sie an die Verteidigungsposition gebracht werden und dadurch können sie nicht mehr in die Angriffsposition gelangen und das Monster kann nicht angreifen. Daher ist diese Karte auch früher limitiert gewesen. Gut, ich glaube, jetzt kann ich doch diese Zauberkarte spielen, weil ich glaube, Stufenbeschränkung Gebiet B möchte ich jetzt doch nicht spielen. Gut, jetzt haben wir einen zweiten Ausrüstungszauber benutzt.
Deklarieren wir mal spaßeshalber eine Battle-Phase und greifen sie mal direkt an. Unser Sparkman wurde verstärkt durch den Feldzauber und durch diese Karte hier, deswegen hat es jetzt eine erhöhte Angriffskraft. Und wegen dieser Karte hier kann es jetzt zweimal angreifen. Das ist der Vorteil an Ausrüstungszauberkarten. Es gibt auch spezielle Decks, die auf diese Ausrüstungszauberkarten spielen. Das sind meistens auch Krieger-Decks. Also Kriegermonster spielen quasi darauf, dass sie ausgerüstet werden. Und den Gegner dann durch die Ausrüstungszauberkarten einen krassen Schaden zufügen. Gut, das können wir spaßeshalber Main Phase 2 durchführen, bringt uns allerdings nichts, weil wir nichts mehr spielen können. Und Endphase. Nun lasst uns einen Blick auf die anderen Zauber- und Fallenkarten werfen. Eigentlich sind es jetzt nur Fallenkarten. Halt nein, es kommen noch weitere, okay. Schnellzauberkarten sind spezielle Zauberkarten, die nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eingesetzt werden müssen. Diese Karten können jederzeit aktiviert werden. Das ist ein Schnellzauber. Erkennt man an diesem Blitz-Symbol. Blitz ist quasi das Symbol für Schnelligkeit. Und diese Karten kann man während des Zuges setzen auf dem Spielfeld, verdeckt. Und man kann die sogar in dem Zug des Gegners aktivieren. Also auch, die verhalten sich quasi auch ähnlich wie Fallenkarten. Man kann diese Schnellzauberkarten im Zug des Gegners aktivieren. Und auch in seinem eigenen Zug. Dadurch macht es diese Karte ziemlich stark, diese Kartenart. Denn die werden, ja, ist quasi wie eine Verschmelzung aus Falle und Zauberkarte. Du kannst sie während des Spielzugs deines Gegners aktivieren, aber du musst sie vorher setzen. Außerdem kannst du eine solche Karte nicht in demselben Spielzug aktivieren, in dem du sie gesetzt hast. Das heißt, wenn man die Karte vorher setzt, kann man sie nicht mehr aktivieren. Dann verhält es sich wie eine Fallenkarte. Also wenn man einen Schnellzauber setzt, dann ist es wie eine Fallenkarte zu behandeln, diese Karte. Aber man kann die auch so ausspielen von der Hand. Ja, ist also quasi eine Kombination zwischen Zauber und Fallenkarte. Konterfallenkarten werden normalerweise als Antwort auf den Einsatz von anderen Karten aktiviert und neutralisieren beispielsweise die Effekte dieser Karten. Diese Karten haben die schnellste Zaubergeschwindigkeit. Wenn ihr die detaillierte Erklärung seht, Kapitel 12 über Ketten. Ach ja, Entschuldigung, jetzt habe ich vergessen, die jetzt dann nicht zu zeigen. Also Konterfallenkarten sind quasi Karten, die nur gespielt werden können, wenn der Gegner irgendwas benutzt. Also wenn der Gegner irgendwas macht, wenn er dich zum Beispiel direkt angreift, kannst du quasi mit einer Konterfallenkarte diesen Angriff annullieren. Das allerdings ist hier eine andere Fallenkarte, denn diese bewirkt, dass wir die Aktivierung einer Zauberkarte annullieren können. Und diese Konterfallen kann man nur aktivieren, wenn der Gegner diesen Effekt auch, wenn er quasi den Effekt macht, mit der man diese Fallenkarte benutzen kann. Also wenn er quasi jetzt hier eine Zauberkarte spielen würde, kann man die aktivieren. Aber man kann die nicht, man kann die nicht aktivieren, wann man möchte. Sondern der Gegner muss quasi eine Zauberkarte spielen, damit die aktiviert werden kann. Du hast die Karte Waghalsig Vorsturm auf das Spielfeld gesetzt. Nun benutzt sie als Antwort auf den Angriff des Gegners. Alles klar, der Gegner wird uns jetzt wahrscheinlich angreifen. Jetzt zeige ich euch den Einsatz von Schnellzauber. Er spielt Menschenfresser Schatztruhe. Dieses Monster hat eine höhere ATK als unser Avian. Ja, soweit so gut. Unser Alien hat nur 1000 Angriffspunkte. Die Menschenfresser Schatztruhe hat 1600, daher 600 mehr. Jetzt können wir unseren Zauber benutzen. Es ist ja ein Schnellzauber. Er verhält sich jetzt wie eine Feinkarte. Ein offenes Monster deiner Wahl erhält bis zum Ende des Spielzuges 700 ATK. Die können wir benutzen, um unseren Alien zu verstärken. Und dadurch würde er jetzt ein stärkeres Monster angreifen. Ihr seht, unser Alien hat jetzt auch mehr Punkte durch den Schnellzauber von uns. Und das Monster wird zerstört.
hast du die Karte effektiv eingesetzt? In dieser Situation hilft dir die Karte, indem sie das gegnerische Monster zerstört, wenn sie in dem Moment aktiviert wird, in dem der Gegner seinen Angriff ankündigt. Quasi wenn er eine Battle-Phase durchführen möchte, kann man die schnell aktivieren. Als nächstes versuche eine Counterfeind-Karte einzusetzen. Alles klar, du hast die Karte Magische Störung auf das Spielfeld gesetzt. Nun benutze sie als Antwort auf die gegnerische Zauberkarte. Gut, wenn er jetzt eine Zauberkarte aktiviert, können wir die Falle benutzen. Die Konterfalle. Blitzeinschlag, wirf eine Karte ab, zerstöre alle offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert. Gut, das wollen wir natürlich nicht. In dem Fall aktiviere ich jetzt meine Falle. Magische Störung, wirf eine Karte ab, annulliere die Aktivierung einer Zauberkarte und zerstöre sie. Gut, wir müssen eine Karte abschmeißen. Ich will jetzt einfach mal die hier. Jetzt sehen wir eine Kette. Aber mehr dazu sehen wir in diesem jeweiligen Kapitel dann. Es wurde der Effekt annulliert und die Karte wird auf den Friedhof gelegt. Und unsere Monster wurden nicht zerstört. Okay, lass uns rekapitulieren. Was ist die besondere Eigenschaft einer Ausrüstungszauberkarte? Sie kann während des Spielzuges deines Gegners aktiviert werden. Sie bleibt auf dem Spielfeld, nachdem sie aktiviert wurde. Sie kann während der Kampfphase aktiviert werden. Die Lösung ist, sie bleibt auf dem Spielfeld, nachdem sie aktiviert wurde. Welche Sorte Zauber- oder Feinkarten wird an einem speziellen Ort auf dem Spielfeld platziert, an dem sich keine anderen Zauber- oder Feinkarten befinden? Sind es also quasi, welche Zauber- oder Feinkarte bekommt ihre eigene Zone, sag ich mal? Sind es die permanenten Feinkarten, sind es die Spielfeldzauberkarten oder sind es Konterfeinkarten? Die Lösung ist Spielfeldzauberkarten, die landen hier. Auf dieses Feld werden sie gespielt. Auf die Spielfeldzauberkartenzone. Was sind die besonderen Eigenschaften einer permanenten Zauberkarte? Ein Monster kann damit ausgerüstet werden. Sie kann nicht aktiviert werden, ohne vorher gesetzt zu werden. Oder bleibt sie auf dem Spielfeld? Die Lösung ist, sie bleibt auf dem Spielfeld. Ähnlich wie auch die Ausrüstungszauberkarten. Ja, bis auf dass die Ausrüstungszauberkarten zerstört werden, wenn das jeweilige Monster zerstört wird. Habe ich das jetzt so richtig erklärt? Ich glaube schon. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne korrigieren und es in die Kommentare schreiben. So. Welche Zauberkarte kannst du während des gegnerischen Zuges aktivieren? Sind es Schnellzauberkarten, sind es Spielfeldzauberkarten oder sind es permanente Zauberkarten? Die Lösung ist Schnellzauberkarten. Schnellzauberkarten verhalten sich wie Fallenkarten, nachdem sie gesetzt wurden. Korrekt. Ach ja, und ich habe übrigens noch vergessen zu sagen, dass man Schnellzauberkarten auch von der Hand aktivieren kann, wenn der Gegner etwas macht. Quasi, man kann die schnell von der Hand ausspielen, wenn der Gegner dann was benutzt. Gut, das haben wir auch dieses Kapitel erfüllt. War eine Menge neues Zeug dabei. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare, ich werde sie beantworten. Im nächsten Part schauen wir uns das Ganze an, wie sich die neuen Karten und Fallen- und Zauberkartentypen auf das Duell auswirken, auf das reguläre Duell. Und danach schauen wir uns an, wie die ganzen Phasen aufgebaut sind, Fusionsritual, Monsterkarten werden wir dann kennenlernen, Effektmonster, da kommen noch Kartenlisten, Kontrolle hinzu. Dann schauen wir uns die Ketten natürlich an, Match-Duelle, spezielle Karten, Synchro-Beschwörung. Turbo-Duelle werden wir uns nicht anschauen, weil die es in der Praxis nicht gibt. Und über die Tech-Regeln, die schauen wir uns auch noch an. Und dann war es das für dieses Tutorial. Also es gibt nicht mehr viel. Und ich glaube, ich werde mir die XYZ-Mons auch noch schnell dann anschauen und darüber ein Tutorial machen. Ja, bis dahin. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir Duell 4 ansehen. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Euer MKP. Ciao.